Entschuldigen Sie. Unverzeihlich, dass wir Sie warten ließen. Willkommen im Informationsministerium, Abteilung Film. Roger Swain, Sie müssen Miss Cole sein. Mrs. Ach, wunderbar. Nehmen Sie Platz. Ihr Mann ist an der Front? Er ist freiwilliger Luftschutzhelfer, weil er nicht wehrfähig geschrieben wurde. Er war im Spanischen Bürgerkrieg. Wunderbar, ganz wunderbar. Nun zu Ihrer Aufgabe. Wir brauchen einen überzeugenderen, weiblichen Blickwinkel für unsere Produktionen. Mr. Buckley wurde als Sonderberater in die Abteilung berufen. Nicht besonders genug, um Honorar zu bekommen. Er möchte Sie in unserem Team haben. Ich sagte möglicherweise. Schlechter als Ihre Autoren kann sie nicht sein. Ist das hier von Ihnen? Mhm. Da waren meine Fretten drin. Ich war Sekretärin in der Abteilung für Werbetexte. Aber die Autoren wurden alle einberufen. So kräftig, obwohl es keine Kraftbrühe ist. Manchmal muss man einfach mit dem auskommen, was man hat. Ah, wunderbar. Am Anfang zahlen wir 3 Pfund 10 Schilling. Selbstverständlich können wir Ihnen nicht so viel zahlen wie den Männern. Sagen wir 2 Pfund die Woche? Danke. Sind Sie eine Kinogängerin? Ja, dann wissen Sie ja, was Informationsfilme sind. Wir quetschen Sie zwischen Vor- und Hauptfilm, damit das Publikum, das informiert werden soll, keine Chance hat zu verschwinden. Was tun bei einem Bombenangriff? Suchen Sie auf der Stelle Deckung. Sehen Sie nicht erst hinauf zum Himmel. Suchen Sie auf der Stelle Deckung. Sie werden sehen, dass eine Drehbuchseite einer Filmminute entspricht oder etwa 70 Metern Zelluloid. Das heißt, wenn die Regisseure das Material nicht verschwenden würden, als wäre es Toilettenpapier. Da wir beim Thema sind, die letzte Tür links ist die Damentoilette. Die anderen Waschräume würde ich an Ihrer Stelle meiden. Ich dachte, es wäre ein Sekretärinnenposten. Behalten Sie das um Gottes Willen für sich. Sie und Tony schreiben sich genial verschlüsselte Nachrichten, damit ihr berichten kann, wie es ist. Die Dorfwiese steht für England. Zwiebelsuppe ist Frankreich. Sie haben ein Wort für Regiment und eins für Truppen. Musst du das Ding denn wirklich rauchen? Tu doch einfach nur so, als ob... Wenn ich bloß vorgebe zu rauchen, entsteht leider kein Rauch. Und Schnitt! Ich muss irgendwie meine Hände beschäftigen. Wäre es vielleicht möglich, dass ich dabei stricke? Ich finde, das passt auch zur Rolle. Requisite. Ja, ich hol Strickzeug. Walter, nur kurz. Ich weiß, dass dieser Film von nationaler Bedeutung ist. Ich will auf keinen Fall die Botschaft verwässern, nur... Vielleicht wäre es ein bisschen schwungvoller, wenn Mr. Brown sich etwas mehr einbringen würde. Zum Beispiel könnte ich nach genial verschlüsselt vielleicht sagen, tja, das wäre das erste Mal in Ihrem Leben, dass April etwas Geniales macht. Verstehen Sie? Nur eine Prise Humor. Und etwas später dann? Sie. Ach, hallo. Hallo. Aber gern so. Oh, nein. Es ist nur, dass die Pointe am Schluss folgende wäre. Er hört ihr nicht zu, doch der Feind hört vielleicht mit. Das ist ein Witz für Frauen, die denken, dass ihre Männer meist nicht zuhören. Also, wenn sie ihr antworten würden, dann würde der Witz nicht funktionieren. Ich bin die Autorin von diesem Drehbuch. Ich bin dann in meiner Garderobe, falls ich noch gebraucht werde. Wir machen 10 Minuten Pause. Strom sparen. Wenn ich nicht gerade Sonder berate, dann arbeite ich für einen gewissen Gabriel Baker. Erinnern Sie sich, der Ungar? Er ist Produzent. Der verzweifelt versucht, einen Film von Bedeutung zu drehen. Hallo, Tom. Emma. Verzeihung. Entschuldigen Sie bitte. Dünkirchen. Die Evakuierung der Truppen, die von den Deutschen eingekesselt waren. 700 Fischkutter und die Royal Navy im Einsatz, um unsere Jungs nach Hause zu bringen. 2 Schwestern wollten mit dem Boot ihres Vaters helfen und kamen mit dem Deck voller Soldaten zurück. Genau das will das Ministerium. Authentizität und Optimismus. Ist zwar in sich ein Widerspruch, wenn Sie mich fragen, aber wir haben hier eine gute Geschichte. Doch bevor wir anfangen dürfen, soll jemand da runterfahren und mit den Frauen reden. Ich? Es sei denn, Ihr Künstler hat was dagegen. Wo sind Sie ihm denn begegnet? Er wollte die Stahlwerke in Abbeville malen. Ah, also ist der Diat von Künstler älter als Sie? Ja. 50? Nein. 60? Ich wette, er ist adelig, wer hätte sonst die Mittel, Künstler zu sein? Wissen Sie, seine Familie hat ihn enterbt. Ihretwegen? Wegen seiner politischen Ansicht. Also, was meinen Sie? Ein Tag an der Küste und man weiß nie, wenn am Ende ein Film steht, ist vielleicht mehr für Sie drin. Einer muss doch den Schmalz schreiben. Den Schmalz? Ja, den Schmalz. Was Frauen so reden. Wuff, wuff. Hier ist die BBC.
In London gab es gestern Nacht weitere schwere Bombenangriffe. Willkommen im Informationsministerium, Abteilung Fern. Mr. Buckley möchte Sie in unserem Team haben. Wofür genau? Sie würden den Schmalz schreiben. Schmalz? Was Frauen so reden. Ich dachte, es wäre ein Sekretärinnenposten. Halten Sie das um Gottes Willen für sich. 30 Millionen Menschen gehen jede Woche ins Kino. Ihr Film soll ihren amerikanischen Schwestern zeigen, dass dieser Krieg auch für ihre Männer wichtig ist. Was meinen Sie? Keine Nennung im Abspann. Wir können ihnen nicht so viel zahlen wie den Männern. Geben Sie ihnen Figuren, mit denen sie sich identifizieren können. Onkel Frank, etwa 60, aber sieht älter aus. Jeder muss seinen Beitrag leisten, damit wir Hitler schlagen. Aber nicht so. Ich spiele doch keine Leiche. Er stirbt schon im dritten Akt. Nur eine Prise Humor. Und etwas später dann? Entschuldigen Sie. Ach, hallo. Hallo. Aber gern doch. Nein, ich bin die Autorin. Etliche Männer fürchten, dass wir die Köpfe nicht mehr einziehen, wenn das alles vorbei ist. Ihre Arbeit ist gut? Sehr gut. Gemeinsam bringen wir sie zum Weinen. So schlimm wie letzte Nacht war es noch nie. Miss, ich dachte, Sie wären da drunter. Es tut mir leid, ich kann das nicht mehr. Sie und ich, wir bekommen nur eine Chance, weil alle jungen Männer weg sind. Aber diese Chance einfach so in den Wind zu schlagen, geben Sie damit nicht dem Tod die Herrschaft über das Leben? Frauen wie wir arbeiten für die, die ihre Söhne in einem Krieg und jetzt ihre Enkel im nächsten Krieg verloren haben. Wenn das alles enden würde, selbst wenn ich tot wäre, würde es mir fehlen. Sie würden mir fehlen. Haben Sie ihn gesehen, unseren Film? Ich bin unglaublich gut. Und Sie auch. Mrs. Cole? Wo ist sie? Kat! Könnte jemand bitte Mr. Hilliard aus den Kirchen rausschaffen?